Ich bin die Nina Hartmann. Nein, das bin nicht ich. Das bin ich. Wie gesagt, Nina. Ich komme aus dem schönen Land Tirol. Trotzdem wollte ich immer wissen, was ist hinterm Berg. Schon als Kind, da bin ich über den Berg drüber, war da noch ein Berg. Dann bin ich über den drüber, war da noch ein Berg. Dann bin ich über den drüber und seitdem hasse ich Wandern. Ich wollte immer schon aussehen in die große, weite Welt. Als sechsjähriges Mädel habe ich mich bei der Oma im Auto hinten im Kofferraum versteckt, nur dass ich rauskomme. Die hat aber gleich umgeparkt, dann war ich 6 Stunden in der Garage eingesperrt. Und damals habe ich mir eins geschworen. Ich werde die Welt entdecken, wenn ich einmal groß bin. So, und jetzt bin ich groß, ich bin mich echt bemüht, und die Welt liegt mir zu Füßen. Ja, wir lesen es dann links, aber jetzt warte ich es auch jetzt einmal. Man muss ja doch sich vorbereiten auf so eine Reise. Da ist schon der Christo, schau. Ja, genau, schau. Christo Hedendor heißt es. Schau da. Ja, ja, und genau da werde ich stehen. Brasilien ist ein herrlicher, sanfter Himmelstrich, ein gesegnetes Land und hat biedere und gutmütige Bewohner, sagte schon Leopoldine, Kaiserin von Brasilien, auch eine Österreicherin. Übrigens, ist aber schon länger her. Also reiste Nina durch Brasilien. Mit dem Auto, zu Fuß, um Land und Leute kennenzulernen. Wir waren im Dschungel. Da hat uns einer mitgenommen, der hat uns alles gezeigt. Die ganzen Pflanzen, bist du deppert, da wächst ja wirklich alles. Nina sammelte botanische Erfahrungen. Aus dem Baum macht man das Babybau. Das hörst du dort an jeder Straßenecke. Das ist quasi wie bei uns die Stradivari. Nina begab sich auf eine kulinarische Reise durch Brasilien. Die Kastanien. Also die Kastanien in die Köche müssen herkommen. Ananas. Naja, Hauptsache, es macht Spaß und schmeckt. Von der Fröhlichkeit der Menschen Brasiliens angezogen, wurde Nina bald eine von ihnen. Und der Typ, der war zufällig ein Capoeira-Mestre. Der hat eine eigene Gruppe gehabt, das war super, da hat er mich dahin mitgenommen. Also ich wollte eigentlich ein Caipirinha trinken gehen und da bin ich in der Capoeira-Stunde gelandet. Capoeira hatte es ihr so angetan, dass sie sich einen Partner schnappte und es auch lernen wollte. Das ist ein Kampf, ja, kann ich fertig machen damit. Ich war ja prinzipiell ein beliebtes Ziel. Die haben sich immer eine Gaudi gemacht, mich zu verarschen. Das ist ein wahnsinnig kindisch, so ein bisschen hinterlistig, eigentlich so wie wir Tiroler, spielen gerne Streiche und die seien immer richtig stolz drauf, wenn sie die eine legen. Bei richtigen Kämpfen wurde sie ausgeschlossen, man bleibt lieber unter sich. Und überhaupt wurde aus der Traumreise bald ein Albtraum. Weiß ich nicht, Geckos. Genau da, wo ich immer hocke, jetzt geht's los mit dem Hexenfluch, ich sag dir das. Es ist ja keine Position, wie man zu zweit landet und dann tot ist auf einmal. Oh Gott, ich hab echt Angst. Das ist ja eigentlich wie Voodoo. Das gibt's total viel da im Bandier. So wurde Nina ein Opfer des bösen Fluches. Hinterrücks, quasi. Dann nimmst du ein weißes Huhn, eine Paprikaschote, ein paar Kräuter, das zündet man an und so schickt man wem schlechte Energie. Immer noch genau. Mit einem Paprika-Händel. Echt, was ich kriege in Brasilien, ist ein Furunkel. Am Arsch. Ich bin ja in die Apotheke gemacht, okay, ich hol mir irgendwas. Was sagt er zu mir? Ich hab mir echt gedacht, das gibt's hier nicht, bitte. Der Apotheker fragt dich in der Apotheke, ob er deinen Furunkel anschauen darf. Doch damit nicht genug. Nein, bitte, du glaubst es nicht. Ich werde nur mehr verarscht, weil ich schon so lidiert daherkomme, vollkommen zerstört. Dann habe ich einen Verkehrsunfall gehabt. Ich bin in einen Radl reingerannt. In ein stehendes. Das war sogar angekränkt. Nein, keine Ahnung, wie der deppert dann. Das Lustige ist dann, was die Leute einem dann raten. Weil sie meinen, ich soll nicht in Gedanken sein, wenn ich auf der Straße gehe, ich soll zu Hause denken. Und so dachte sich Nina, was gibt es Besseres als Urlaub vom Urlaub? Aber wohin? Eine Insel, die heißt Kumba.
und die Leute da und alles, was auf der Insel ist negativ und schlecht und hat schlechte Energie. Da gibt es Alkohol, da gibt es Drogen, eigentlich super, ein Husbröckchen. Ibiza! Hey, das ist Ibiza, nicht mal Kummer, das ist Ibiza. Wir unterbrechen an dieser Stelle, erstens, weil wir jetzt abschweifen und zweitens, weil Sie sich die Sendung ansehen sollen. Wenn Nina eine Reise tut. Wo? Na, im Fernsehen. Bald schon. Wiedersehen.